Vor vielen Jahrhunderten drangen in Japan Nylog-Monster in unsere Welt ein. Samurai-Krieger haben sie seit jeher mit Machtsymbolen bekämpft, die sie von ihren Vorfahren übernommen hatten. Heute sind die Nylogs wieder da und drohen, die Erde zu fluten. Glücklicherweise stellt sich ihnen eine neue Generation von Helden in den Weg, die Power Rangers Samurai. Wirklich drauf. Ich bin beeindruckt. Ja, Jaden ist einer der Besten, die es je gab. Ich meinte jetzt aber Kevin. Er hält locker mit Jaden mit. Er ist so anmutig mit dem Schwert. Ja, Jaden hatte schon als Kind dieses unglaubliche Talent. Ich meinte Kevin. Kevin ist technisch besser. Sie sind beide gute Schwertkämpfer. Die Leistung im Training ist das eine, aber das Können, das man im Kampf beweist, ist das, was wirklich zählt. Was wohl passieren würde, wenn sie gegeneinander kämpfen müssten? Das wird niemals passieren. Kevin würde doch nicht gegen einen Ranger-Kollegen kämpfen. Er ist ein echter Traum in Blau. Gut gekämpft, Jaden. Mir fehlt wohl noch etwas Übung. Ja, Mann, bringt dich nicht weiter. Los, steh auf. Du hast recht. Weiter geht's. Mit Vergnügen. Jaden! Ha! Mia! Ha! Mike! Kevin! Ha! Emily! Go, go, Power Rangers! Go, go, Power Rangers! Rangers together! Samurai forever! Go, go, Power Rangers! Was willst du hier, Decker? Erwartest du eine Belohnung dafür, dass du Dayu gerettet hast? Ist es das? Ich musste nicht gerettet werden. Es geht nicht um sie. Mich interessiert der Rote Ranger, der neue Anführer der Samurai. Es liegt mir nichts ferner, als eure Pläne zu durchkreuzen. Mach doch, was du willst. Da ist wieder dieses Hämmern in meinem Kopf. Noch mehr Kopfschmerzen kann ich im Moment nicht gebrauchen. Ihr leidet offensichtlich immer noch darunter, dass der letzte Rote Ranger euch hierher verbannt hat. Jeder einzelne Samurai Ranger wird für meinen Schmerz zur Rechenschaft gezogen. Wenn wir den Sandzufluss zum Überlaufen gebracht haben, werde ich mir ansehen, wie sie gemeinsam auf den Grund sinken. Soll das heißen, es gibt keine weiteren Pläne? Nein. Es ist genug. Geh jetzt. In Ordnung. Ich wünsche wohl zu ruhen, Meister Zandred. Gut, dann kann ich ja meine Mission in Ruhe fortsetzen. Hey, ich bin der Star hier! Du darfst gehen, Decker! Oh, typisch Marimort. Große Klappe und nichts dahinter. Wart's ab, Nudelgesicht! Ich habe ein Geschenk mitgebracht, das 20 Mal böser ist als der hier. Du glaubst mir nicht? Dann überzeug dich selbst! Nein, Decker, warte! Auf Nimmerwiedersehen! Vergiss diesen kleinen Kriminellen und sieh lieber mal nach draußen! Das ist doch nicht möglich. Ist es das, was ich glaube? Ganz genau. Das ist der lange verloren geglaubte Tigersaug des Roten Rangers. Ein Samurai muss seinen Ängsten gegenübertreten, Spike. Die Natur ist unser Freund. Ich habe Angst vor Bären. Ich glaube kaum, dass es Bären in diesem Teil des Waldes gibt. Vergiss dein Bärenspray. Was du eigentlich brauchst, ist das hier. Mückenex-Turbo-Spray. Hör
panische Schreie von Wanderern. Das kann nur eins bedeuten, Spike. Die Mücken sind los. Ich sehe nichts mehr. Schnell weg von hier. Lauf nie vor einem Bären weg, der so nah bei dir ist. Stell dich tot, wie eine Beutelratte. Ihr könnt mich nicht an der Nase herumführen. Nicht mal Ratten sind so hässlich. Um euch kleine Fische kümmere ich mich später. Ich habe was Dickeres an der Angel. Unser erster echter Kampf, Spike. Und wir haben überlebt. Jetzt sind wir ganz offiziell Samurai-Krieger. Ach ja? Ja, na klar. Bleib stehen, Nylock. Wir werden dich jetzt mal zurechtstutzen. Wollt ihr euch wirklich mit mir anlegen? Ich bin Madimot, der Böseste der Bösen vom Sandzufluss. Ich bin sogar böser als böse. Ich finde, du reißt dein Maul ganz schön weit auf. Maul aufreißen ist ja ein perfektes Stichwort. Wow, das ist doch der Tigersort. Das war ein Berglöwe. Überrascht? Als Meister Zenred von euren Vorgängern in die Unterwelt verbannt wurde, wurde auch euer Tigersort in die Tiefe gerissen. Ich habe ihn gerettet und zu meinem kleinen Hauskätzchen gemacht. Oder sollte ich besser sagen, Haustigerchen? Dein Haustier, vergiss es! Wir müssen ihn zurückholen, Jaden! Ich bin jetzt sein Herrchen! Er hört nur auf mich! Duckt euch schnell! Mike, runter! Ja. Kevin! Mike! Was sollte das denn jetzt? Kevin! Er ist in Trance. Jetzt habe ich ein neues Schoßhündchen. Ich nenne ihn Blue. Los, schnapp sie dir, Blue! Alter, was ist los mit dir? Kevin, wir sind doch Freunde! Seine Gedanken werden kontrolliert! Hey, hör auf damit! Da will einer Stunk machen. Dich bekomme ich auch noch unter Kontrolle. Ja! Symbolkraft! Hey! Niemand besiegt mich! Hier hast du ein Leckerchen, Tigersort! Emily! Ich kann nicht gegen Kevin kämpfen! Unmöglich! Drachenflut! Oh, ja, ja, ja! Gut gemacht, Blue! Nein! Wir ziehen uns erstmal zurück. Feigling! Aber gutes Timing. Ich fange nämlich an, auszutrocknen. Blue, du bleibst hier bei Tigerchen. Wie ihr wünscht, Meister. Das ist nicht gut. Den Zauber zu brechen, der auf dem Tigersort und Kevin liegt, ist wahrlich nicht leicht. Ein Plan muss her. Jaden, du wirst unter Umständen eine schwierige Entscheidung treffen müssen. Ja, ich weiß. Aber ich werde einen Weg finden, um Kevin aus den Fängen des Nylocks zu befreien. Ich hab doch gesagt, ich bin der Beste. Bin ich gut oder was?
Heißt das, du hast den blauen Ranger unter Kontrolle? Er tut einfach alles, was ich von ihm verlange. Dann sag ihm doch, er soll sich selbst fertig machen. Wann hattest du das letzte Mal Spaß, Dayu? Vor 3 Jahrhunderten? Wenn du es genau wissen willst, vergiss es! Ich finde es jedenfalls viel lustiger, wenn ich die Leute dazu bringe, Sachen zu machen, die sie sonst nie tun würden. Für jemanden, der aussieht wie ein Weihnachtsbaum und ein Gehirn in der Größe eines Kirschkerns hat, trägt Madimot die Nase ganz schön hoch. Seine Nase interessiert mich nicht. Solange er es schafft, den Sandzufluss zum Steigen zu bringen, kann er tun und lassen, was er will. Ich mache mir mehr Sorgen wegen dieses einsamen Kriegers Decker. Meister Zandret kennt offenbar nicht die Wahrheit über die Versiegelungskraft. Gut. Das bedeutet, er kommt mir nicht in die Quere. Oramasa, mein treues Schwert. Ich hoffe, ich finde bald einen angemessenen Gegner, den ich in die Knie zwingen kann. Wozu sonst dient mir meine Unsterblichkeit? Mentor, wo ist Jaden? Er ist schon weg, um gegen den Nylock zu kämpfen. Im Ernst jetzt? Was ist mit Kevin? Der Nylock wird ihn gegen Jaden kämpfen lassen. Ich hoffe, das passiert nicht. Aber es ist nun mal unsere Pflicht, Menschen zu beschützen. Ihm bleibt keine Wahl. Man hat doch immer die Wahl. Das kann nicht wahr sein. Du musst deinem Anführer vertrauen. Mike, komm, wir helfen Jaden. Und Kevin wird sich wieder fangen, ganz sicher. Wir sind bereit, Roter Ranger! Kevin, bitte wach auf. Das wird nicht passieren. Lass uns zur Sache kommen. Oder ich sorge dafür, dass Blau das Schwert gegen sich selbst richtet. Jaden, wir helfen dir. Nein, tut mir leid, das ist zu gefährlich. Aber... Du willst eine Show? Du bekommst die Show deines Lebens, Nylock. Jaden! Mist, ich hab mein Popcorn vergessen. Blau, mach ihn fertig! Samuraiser! Ha! Los geht's, Samurai! Ha! Er wird doch Kevin nichts tun. Das hoffe ich auch. Ich glaube nicht, was hier abgeht. Habt ihr den Mund zu halten? Ich glaube, der Sieger steht fest. Wer bist du? Kümmert euch nicht darum. Wichtig ist nur, wer gewinnt. Und Blau wird verlieren. Und woher willst du das wissen? Weil er kämpft, als wäre das nur ein Trainingskampf und nicht ein richtiges Duell. Wenn man ums Überleben kämpft, sieht das anders aus. Dann greift man auf seinen Instinkt zurück. Man muss seinen Gegner mit Adleraugen beobachten. In einem langen Kampf besteht die Gefahr, müde zu werden, weil man sich zu schnell auspowert.
Die Haltung des Roten Kriegers ist perfekt, wie man hier sehr gut sehen kann. So verhindert er das Ermüden der Arme und bleibt stark. Dann ist der Blaue am Zug. Der Rote sieht die Eröffnung und schlägt zurück. Er sucht den alles entscheidenden Move. Das ist der Unterschied zwischen den beiden. Komm wieder zu dir, Kevin! Hier! Das wird den Bann brechen! Was hast du getan? Blue! Meine Marionette! Kevin! Ich hatte recht. Der Rote Ranger ist der perfekte Gegner für mein Uramasa. Kevin! Wach auf, Kevin! Er kommt zu sich. Was ist passiert? Das erklären wir dir später, okay? Komm. Roter Ranger! Das hast du alles geplant! Stimmt, meine Symbolkraft Widerstand hat mich vor deinem Strahl geschützt, der mich kontrollieren sollte. Symbolkraft! Ich war mir nicht sicher, ob die Kraft der Widerstandsdisk auch bei Kevin wirken würde. Aber ich musste es versuchen. Ich hatte keine andere Wahl. Nur deshalb habe ich gegen dich gekämpft. Ich musste in deiner Nähe sein, um die Disk benutzen zu können. Wir haben gekämpft? Du warst ein ebenbürtiger Gegner. Es war verdammt schwer, nah genug an dich heranzukommen. Zum Glück hat es funktioniert. Was haltet ihr davon, wenn wir jetzt gegen jemanden kämpfen, der nicht in unserem Team ist? Gute Idee. Samuraiser! Los geht's, Samurai! Tigersort, zeig dich! Ihr nehmt euch den Nylock vor und ich kümmere mich um das Kätzchen. Wird gemacht. Dann los! Löwensort, Megamodus aktivieren! Raubkatze trifft auf Raubkatze. Das Duell der Giganten. Ha! Ich wusste, das wird hart. Aber so hart? Es wird Zeit, dass ihr euch vertragt. Ha! Bleib unten. So, das muss jetzt schnell gehen. Ha! Tigersort, Widerstand aktivieren. Ha! Alles klar, der Tiger faucht wieder für unsere Seite. Ja! Blue, lass das! Seht mal, der Tigersort ist zurück. Jaden, du coole Socke. Was? Jetzt kämpft Tigerchen auch noch gegen mich? Die Show ist vorbei, Nylock! Noch nicht ganz! Wirbelschwert, vier Elemente Schlag! Das ist die Quere! Ihr habt euch gegen mich verschworen! Jetzt habt ihr ein Riesenproblem! Böses Kätzchen! Ja. Willkommen zu Hause, Tiger! Bringen wir es zu Ende! Ha! Ganz böses Kätzchen! Jetzt fahren wir mal die Krallen aus! Greif an, Junge! Ich hab gehört, dass du auf Schlammschlachten stehst, Nylock! Na, wenn das so ist, viel Vergnügen! Das hast du
du dir selbst eingebrockt. Was ist denn jetzt los? Ich verliere den Boden unter meinen Füßen. Oh, das darf mir nicht passieren. Ich bin doch der Böseste der Bösen. Kommt, wir helfen Jaden. Mega-Modus aktiviert. Jaden! Ha, ha, ha! So, vereinigt euch! Samurai Megazord, wir sind vereint! Samurai-Aufrüstung einleiten! Gigabora Megazord! Bereit zum Kampf! Ja, ihr seid einfach nur peinlich! Ja, euer Megazord ist nutzlos! Mein Schild ist der wahre Bringer! Ja! Wir zerstören sein Schild mit dem Tigerbohrer. Und los! Mega-Klingen aktiviert! Tigerbohrer, Attacke! Autsch! Ich kann nicht verlieren! Ich bin doch der Böseste der Bösen! Samurai Rangers, der Sieg ist unser! Los! Nein, 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 nein! Pech gehabt, ich bin dran. Sechser Pasch, ja, wuhu! Nach so einem Tag ist mir die Lust an allem vergangen. Das war nicht deine Schuld. Der Nylock hat seine Spielchen gespielt und wir waren seine Figuren. Der Tigersort ist unglaublich mächtig und sogar ihn hat der Nylock manipuliert. Aber ich habe mein Schwert gegen dich erhoben. Und ich meins gegen dich. Dass wir uns gegenseitig in Gefahr bringen, lässt sich nicht vermeiden. Aber für unser großes Ziel ist das erforderlich. Du klingst wie der Mentor. Hey, wollt ihr nicht mitspielen? Kommt schon. Okay. Ich bin blau. Ja, schon klar. Niemand hat ihn besser im Griff als du. Gib mir die Würfel. Okay. Hey, du musst erst deine Karte ziehen. Jaden, du auch.